Ich hatte von meinem BMW-Händler Marion Olde eine Einladung zum Pooling bekommen. Nicht zum Pooling, zum Polo. Polo ist ja das, was man auf den Pferden macht und dann mit einem langen Stock einen kleinen Ball hier hin oder dahin oder auch ins Tor schießt. Polo wurde seinerzeit in Indien erfunden von den Briten, ist ein typisch britischer Sport und hat man in Indien aufgrund der Hitze dann nur am Nachmittag ausgeführt. Und für die Pferde ist es auch, glaube ich, eine ziemlich anstrengende Geschichte. Allerdings für den Reiter braucht es auch etliches an Geschick, denn so ganz einfach scheint mir das also nicht zu sein. Aber erstmal gucken wir hier, was hier so Sache ist. Bei BMW haben wir dann noch gratis was zu trinken bekommen. Das war natürlich auch ganz gut. So, hier stellen sich jetzt die einzelnen Polo-Spieler vor. Der blaue hier und außerdem fährt da hinten noch einer mit einem elektrischen Pferd vorbei und damit kann man auch Polo spielen, aber ich weiß nicht, ob das im Sinne der Briten seinerzeit gewesen wäre. So, jetzt sammeln die sich. Ich glaube, das sind 4 weiße und 4 blaue. Und dann haben sie natürlich auch noch einen Schiedsrichter, der in Schwarz angezogen ist. Die Pferde sind ja alle irgendwie gleich groß. Manche sind braun, manche sind schwarz. Und wie das so halt bei Pferden ist. Und dann haben sie so lange Stöcke, mit denen sie den Ball dann wegschießen. Also für so ein Pferd ist das sicherlich eine anstrengende Geschichte. Und für den Reiter insofern, so ein Pferd hat ja nun kein Steuerrad und keine Bremse wie bei BMW. Ich weiß gar nicht, wie das geht, dass das Pferd weiß, dass es hinter dem Ball hinterher rennen muss. Keine Ahnung. Jedenfalls scheint mir das doch eine ziemlich knifflige Geschichte sein. Ja, hier werden die Spieler einzeln vorgestellt. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr tolle Sache. Und dann reiten sie mal so ein bisschen vorbei. Und jeder zeigt, dass er sicher im Sattel sitzt und nicht so leicht rausfällt. Und das Pferdchen macht einen Kreis hier an uns vorbei. Das ist natürlich immer ganz schön anschaulich. Manche sind ein bisschen forscher und manche ein bisschen zurückhaltender. So, das war jetzt die weiße Truppe, glaube ich. Und jetzt kommt gleich noch, ja, das ist jetzt die blaue Truppe, die jetzt also hier mit dem Pferdchen rumhantieren und vor allen Dingen mit dem Stöckchen. Was mich wundert, dass das Pferd nicht Angst vor dem Stock hat, aber wahrscheinlich kennen die Pferde das. Oh ja, das geht schon mit ziemlichem Schwung und man darf nicht vom Pferd runterfallen, man darf den Stock nicht verlieren und man muss immer hinter dem Ball hinterher sein und das machen die hier jetzt also auch. Interessant ist also auch, im Hintergrund ist jetzt auch irgendwann mal ein Hubschrauber zu sehen. Man hätte hier auch mit dem Hubschrauber fliegen können, für, ich glaube, 65 Euro. Hätte ich gerne gemacht, aber Bärbel hat das nicht erlaubt. Naja, gut, habe ich gedacht, dann fliegst du heute mal nicht mit dem Hubschrauber. Da war er eben zu sehen. So, und jetzt geht es aber hier munter weiter. Ein Ball. Und die Pferde müssen bremsen und also mir ist nicht so ganz klar, wie man das mit den Pferden hinkriegt und welche Regeln es gibt und das Pferd darf dem anderen Pferd auch nicht den Weg versperren und alle solche Geschichten hat also der Sprecher hier von diesem Turniersprecher ist das sicherlich auch so ein bisschen erläutert. Ah, jetzt haben wir eben den Hubschrauber gesehen. Schade, dass ich da nicht mitfliegen durfte. Aber gut. Oh, jetzt kommt sie hier mit ihren Stöckchen und
müssen. Der Ball ist ziemlich klein und man muss mit dem Pferd dicht ran. Und wenn du nicht recht an willst, dann kannst du den Stock nicht, mit dem Stock den Ball nicht weghauen. Naja, das ist natürlich. Und die rennen, ähnlich wie beim Fußball, alle hinterher und versuchen jetzt den Ball ins gegnerische Tor zu treiben. Na, das ist der Schiedsrichter, steht ja auch hinten drauf. No, der macht das also, der hat nicht so einen langen Stock, der hat nur so einen kleinen, wofür auch immer, weiß ich nicht. Jetzt hat er sich die Kameraden alle mal geholt. Jetzt gibt es hier einen Schiedsrichterball. Das war eben Bärbel, das war nicht der Ball, aber gut. Und weiter geht's mit dem Schweinsgalopp. Und da kann man sehen, es waren doch viele Besucher da, die sich das hier ansehen. Jetzt hat der Schiedsrichter den Ball wieder ins Spiel geholt, weil die Spieler das Ding nach draußen geschossen hatten. Also ähnlich wie beim Fußball mit Einwurf. Nur das macht jetzt der Schiedsrichter hier. Und die Pferdchen stehen dann ganz brav und können auch mal einen Augenblick verschnaufeln. Das ist natürlich ganz gut. Ja, aber jetzt mit volle Kanne und man muss aufpassen, dass man nicht vom Pferd fällt. Das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Also ich hätte da so ein bisschen Angst. So ein Pferd ist eine ziemlich große Geschichte und das trampelt dann ja auch los. Aber das sind Könner, glaube ich jedenfalls. In welcher Liga die jetzt spielen, das weiß ich nicht, aber das hat er irgendwann auch mal gesagt. War interessant anzuschauen und schön, dass wir diesen kleinen Ausflug gemacht haben.